Vertreter Tankguthaben und garantiert das meiste für Ihren Gebrauchten. Gibt's nur bei der Nummer 1 Ford. Mein Vater hat sich 1952 selbstständig gemacht hier in Ahrensee, hat diesen Betrieb, nicht diesen hier, aber in der Stadt einen Betrieb gegründet. Und in dem Jahr bin ich auch geboren. Und da war das eigentlich für mich klar, das wird mal mein Beruf und ich werde den Betrieb dann später mal weiterführen. Nein, das Potenzial ist ja hier groß genug, das Umfeld. Wir haben Kundschaft gehabt, sag ich mal, wenn man es so heute vergleicht, aus Seehausen, aus Salzwedel, aus Kalbe-Milde, die bis hierher kamen, weil sie wussten, hier werden sie versorgt, durch die Runderneuerung schon gut versorgt und so. Und ja, jetzt, wo die Autohäuser natürlich sich etabliert haben und ebenfalls Reifen machen, ist es auch etwas zurückgegangen, kann man schon so sagen. Aber ja, wir haben uns so durchgeschlagen. Sonst würden wir ja heute nicht mehr existieren. Na gut, wenn man den Reifen wechselt, muss man natürlich auch die Felge sauber machen. Das Ventil ist ja meistens ein Gummiventil, was da drin ist. Wenn man einen neuen Reifen drauf macht, macht man das Gummiventil auch mit neu, weil das altert ja genauso wie der Reifen an sich ja auch, ne? Und auswuchten, damit das Rad überall gleich schwer ist, sag ich mal. Ne? Ansonsten hat man Schlackern im Lenkrad oder man merkt es dann im Hinterteil, sag ich mal, dass das Auto nicht rund läuft. Ne? Versuchen und überlegen ja auch immer noch Sachen, die man noch mit reinnehmen kann, um diese Durststrecke, sag ich mal, im Sommer so zu überbrücken. Wir haben im letzten Jahr angefangen mit Auto-Innenreinigung, also Pkw-Innenreinigung. Also speziell Marlon hat sich darauf eingearbeitet. Wir haben dann Lehrgänge besucht und die entsprechenden Maschinen aus, also Staubsauger und so weiter, angeschafft, sodass wir das auch professionell richtig machen können. Ne? Meine Berufsbezeichnung ist ja eigentlich Vulkaniseur. Und Vulkaniseur ist ja das Umwandeln von einer Rohgummimasse, sag ich mal, in Gummi. Also durch das Vulkanisieren, durch das Heizen des Materials entsteht ja erst der elastische Gummi. Das ist ähnlich wie beim Bäcker. Der spricht ja auch nicht vom Brot, weil solange er noch Teig hat. Der Teig muss ja erst gebacken werden. Und beim Gummi ist das ähnlich dann. Ne? Und die Grunderneuerung haben wir natürlich mit der Wende dann aufgegeben. Es war dann kein Bedarf mehr. Es gab genügend Reifen. Die Maschinen sind dann ausgebaut worden. Und wir haben uns dann zum Reifenservice entwickelt. Ne? Das, was vorher also Vulkanisation war, war dann bloß nach Reifenservice kaufen, verkaufen, montieren, auswuchten. Das, was Marlon schon sagte. Wir hatten damals ja noch eine Qualitätskontrolle. Und die haben sich dann auch die Runderneuerung angeguckt. Die haben sich Reparaturen angeguckt. Und alles das wurde im Punktesystem bewertet. Und dann bekam man dieses Schild dann, ja, zugeteilt, sag ich jetzt mal. Meistens kommen die Bauern denn, weil die arbeiten wirklich 7 Tage die Woche und dann gerade auf den Sonntag, am Tag des Herrn, soll man ja eigentlich nicht arbeiten und dann geht alles kaputt. Und dann stehen die montags früh, stehen sie vor dem Tor und gucken schon auf die Uhr, Mensch, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Es gibt mehr ältere Menschen hier in der Region, weil die Jugend, die wandert wirklich ab, geht dahin, wo Arbeit ist, wo sie richtig Geld verdienen. Berlin zum Beispiel, ja, oder nach Wolfsburg, zu VW. Oder sind auf Montage. Der Zusammenhalt von den Menschen an sich, die sich untereinander geholfen haben, ne, das hat man heutzutage nicht mehr so. Das ist mein Eindruck jetzt. Ja, ne? Heute überwiegt der Neid. Ja. Heutzutage denkt jeder nur an sich. Man versucht es anders zu machen, aber ja, manchmal merkt man auch, das hat eigentlich auch gar keinen Zweck, da mal zu probieren, mal irgendwas zu starten. Das Block wird dann bloß abgeblockt, sag ich mal. Ne? Ich war auch schon mal Weihnachten hier, hab ich dann auch gesagt, na Heiligabend komme ich nicht, aber ersten Weihnachtstag. Ja, wie stellst du dir das vor? Ich habe 70 Kühe zu füttern und der Trecker ist kaputt. Ich sage, okay, ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann das Treckerrad repariert, damit die Kühe wieder gefüttert werden können. Das macht man. Dafür ist man privat. Das ist eben kein VEB-Betrieb, so wie früher, die gesagt haben, jetzt ist es zu. Nee, das macht man dann schon. Man hat ja auch seine Kunden, seine Stammkunden, wo man sagt, ja, das musst du schon machen. Die kommen jedes Jahr, die kommen immer zu dir. Und wenn sie nun mal wirklich in Not sind, dann läuft das auch. Das ist kein Problem. Damit hebt man sich ja ein bisschen ab von den anderen, sag ich mal, die dann sagen, gut, ich habe genug Geld in der Tasche, ich brauche das jetzt nicht, dass ich zu Weihnachten dann noch irgendwo an der Maschine stehe und hier den Reifen montiere. Privatleben ist eigentlich getrennt, sag ich jetzt mal. Marlon und seine Familie und seine Aktivitäten. Und bei mir sind die Kinder ja aus dem Haus. Ich habe 2 Mädchen, eines in Salzwedel, eines oben auch an der Küste in der Nähe von Grevesmühlen. Und das ist ja dann meine Familie. So, und da wir Patchwork sind, meine Frau hat 3 Kinder und ne, ja,
Michael und Daniela, zwei Kinder. Also das ist schon bei Familienfeiern ist dann schon die Bude voll, sag ich jetzt mal. Es geht mir gut. Ne? Ich muss nicht jammern. Ich mache hier noch meine 40 Stunden, verdiene mir ein bisschen was zur Rente noch dazu. Ich komme klar. Aber junge Leute haben ja noch ganz andere Wünsche, die haben ja noch ganz andere Ziele als ich. Sie sollten alles ein bisschen einfacher machen. Diesen ganzen Papierkrieg, den man manchmal so hat. Man muss das beantragen und das brauchst du dafür. Und sei es hier, den Betrieb zu übernehmen, braucht man einen Meister. Oder irgendwelche Qualifikationen, sag ich mal, die man sich dann erstmal beschaffen muss. Und das dauert dann auch noch wieder Jahre, ja, bis das überhaupt vom Notar zum Beispiel jetzt. Das dauert alles viel zu lange. Auch, ne? Dass das alles zügiger, reibungsloser, nicht so kompliziert ist. Also am Ahrensee gefällt mir am besten der See. Und ja, die Leute an sich, die man ja auch so durch die Arbeit kennenlernt. Ne? Und man sieht sich dann in der Freizeit. Warum soll ich die Familie, sag ich mal, auseinanderreißen? Meine Familie die Familie meiner Frau ist ja auch nicht aus Ahrensee, aber ja, die wohnen ja auch hier in der Nähe. Kinder gehen hier zur Schule und was soll ich die jetzt rausreißen aus ihrem gewohnten Umfeld? Ne? Ich habe hier meine Arbeit, ja, wir kommen klar, warum soll ich weggehen?